Es ist in der Tat so, dass man sich manchmal zurückerinnert, womit man oder wie man hier eigentlich angetreten ist und welche Ziele man sich damals gesetzt hat im ersten Bundesliga-Jahr und dann im zweiten Bundesliga-Jahr. Wenn Sie mir damals gesagt hätten, dass es so läuft, wie es bisher gelaufen ist, hätte ich Sie möglicherweise für verrückt erklärt, im ersten Jahr Vizemeister zu werden und dann gleich in die Champions League einzuziehen. Das habe ich mir in meinen Künsten vor allem eigentlich nicht ausgedacht. Ich bin vor allem über eines sehr dankbar, dass ich hier einen Verein gefunden habe, mit einer Mannschaft, mit der es unglaublich viel Spaß gemacht hat zu arbeiten und mit einem Trainerteam, mit dem es einfach unglaublich viel Spaß macht, jeden Tag zu arbeiten und mit Ralf Rangnick einen Sportdirektor zu haben, der einen ganz genau das gibt, was man braucht als Trainer, nämlich die Rückendeckung, die man braucht im richtigen Moment und auch das offene Wort, und das schätze ich sehr an ihm und deswegen habe ich diesen Schritt auch nie bereut und ich bin sehr, sehr dankbar für diese bisher 2 Jahre, die ich hier absolviert habe.